mein Name ist Theresa Umlauf und ich mache jetzt zweimal die Woche eine Technik-AG mit 6 Kindern. Ja, zuerst finden wir uns einmal alle zusammen. Ich wähle dann so ein paar Kisten aus, weil so viele Kisten einfach in den Techniktürmen drin sind und ich mich schon so ein bisschen darauf vorbereiten möchte. Und dann mache ich verschiedene Angebote, einmal Bereich Konstruktion und Chemie und dass eben so alle Bereiche dabei sind. Und dann schauen wir erstmal mit den Kindern, was möchten die heute machen. Die wählen sich die Kisten aus und dann schauen wir erstmal, ist alles da, brauche ich noch was aus den Techniktüren? Und dann lesen die Kinder sich gemeinsam vor, wie sie vorgehen müssen. Und das klappt dann ganz gut. Dann werden die Kisten dann erst geöffnet und dann fangen die Kinder dann selbstständig an zu arbeiten. Also die Kinder sind total gespannt und ja, dann wird ausprobiert, ne? Also sie halten sich dann ganz genau an die Reihenfolge und schauen sich dann auch die Zeichnungen an. Aber ja, machen im Prinzip alles selbst. Also ich gucke mal über die Schulter, aber ich helfe eigentlich nur, wenn ich sehe, oh, da geht jetzt was völlig daneben. Aber eigentlich lasse ich die so selber machen und hinterher präsentieren wir dann auch oft. Und dann gehen die Kinder rum und sagen, oh cool, was habt ihr denn heute gemacht? Das ist immer schön, dass auch wirklich, dann sagen die meisten schon, oh, das wollen wir auch nächste Woche machen. Genau, das ist wirklich ansteckend. Also dieses coole Haargel, was jetzt auch einige Kinder gemacht haben, das wollten dann sofort alle Kinder machen. Und ich lasse dann auch die Kinder rumgehen. Wir hatten letztens eine Greifzange gebaut und dann habe ich gesagt, dann schau doch mal, ob du vielleicht den anderen die mal vorführen kannst. Das ist wirklich schön. Dann haben auch andere Kinder dann Lust darauf. Vielleicht auf Bereiche, die sie sonst nicht machen. Was vielleicht manchmal schwierig aussieht, so Sachen aus der Konstruktion. Ja, da gehen nur Jungs dran, aber wenn die Mädchen dann sehen, was da rauskommt, dann wollen die das auch ganz gerne machen. Also die Kinder sind das sowieso bei uns gewohnt, dass sie sich auch relativ viel gegenseitig helfen oder man schaut eben auch immer, dass sie sich gegenseitig helfen können und dadurch, dass sie sich das auch vorlesen und ich mich so ein bisschen im Hintergrund halte, können die sich das eigentlich dann auch ganz gut erklären. Die Zeichnungen helfen auch weiter. Also wenn jetzt nur das Geschriebene da stände, da schalten dann manche Kinder schnell ab, aber durch die Zeichnung ist das wirklich total gut erklärt und ich muss auch eigentlich wenig eingreifen. Also ich greife wirklich nur ein, wenn dann eine Frage ist, aber meist kann ich dann auch sagen, lies nochmal genau. Ja, also wir sind ja jetzt gerade erst gestartet und ich sehe, dass die Kinder total motiviert dabei sind. Mir ist schon aufgefallen, auch auf den Karten, die dabei sind, dass die Kinder sagen, ach, das kenne ich, ich gucke auch mal gerne auf einer Baustelle. Ja, bei dem Häuschenmauern zum Beispiel, dass ihnen das dann auch schon auffällt. Oder wir hatten zum Beispiel letztens auch, hatten wir ja, Tower geknotet und haben die Kinder auch gesagt, ach, das kenne ich aus dem Urlaub. Dieser Umweltbezug ist schon da.